Um ihm den Luftraum freizuhalten, kommt jetzt die Flugabwehrtruppe ins Spiel mit ihrem Gepard und wird den Luftraum für den Leo 2 freihalten. Der Flakpanzer Gepard war das letzte Flugabwehrsystem der Bundeswehr, das mit Kanonen wirkte. Er hat ein radargestütztes Rundumsuchgerät am hinteren Ende des Turmes, das den Luftraum überwacht und Ziele erkennt. Ist ein Ziel erkannt worden, wird es mit dem Zielverfolgungsradar am vorderen Ende des Turmes anvisiert und verfolgt. Seine 35 mm Zwillingskanone hatte eine Feuergeschwindigkeit von 500 Schuss in der Minute. Da der Turm beim Gepard bei der Entwicklung deutlich schwerer wurde, als es geplant war, musste er allerdings auf der Wanne eines Leopard montiert werden. Die Flakpanzer Gepard wurden 2012 dann aus Kostengründen aus der Nutzung der Bundeswehr genommen. Der Gepard wird jetzt weiter den Luftraum überwachen, während der Leopard 2 seinen Kampfauftrag ausführt.